Die absolute Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft. Das ist es, was wir brauchen. Ladies and gentlemen, for the time being, I'm requiring men and children only. Are you kidding me? It's 2022, this is what you wanted. Dürfte ich als Erzieher jetzt im Kindergarten sagen, so, es gibt zwei Geschlechter? Dürfte ich das sagen oder was? Stimmt ja nicht. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Erstmal wollen wir uns noch Ketzer der Neuzeit das neue Video reinziehen. Ketzer, ey, den Motherfuckers. Grüße gehen raus an der Stelle. Auch dafür lass uns ein kurzes Intro machen. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking zweiten Kanal an der Stelle. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video von Ketzer der Neuzeit reagieren. Das Video heißt, lass mich nicht lügen, das passiert, wenn du woke Kindergärtner ansprichst. Nachmachen, Ausrufezeichen. Ich bin gespannt. Grüße gehen raus an der Stelle. Ketzer der Neuzeit müssen auch demnächst hundertprozentig mal ins Café kommen. Leo, du weißt Bescheid, Bro. Komm ins Café. Wir müssen reden, Digi. Dringend. Bist einer von wenigen in Deutschland, der noch einen vernünftigen Job macht auf YouTube. Mit mir zusammen. Ich küsse dein Herz. Wir gehen rein. Maschine. BetreuerInnen und... BetreuerInnen, na Mann? Ich kenne das auch. Ist ja interessant. Ist ja interessant, oh. Ja. BetreuerInnen sozusagen. Ja, okay. Da merkst du ja schon. Ja, ich merke es. Ich habe... Ja, da hat die junge Dame... Dame, darf man das noch sagen? Jedenfalls nicht unrecht. Und ja, ursprünglich ging unsere Konversation um links, um rechts, um Teile und Herrsche. Apropos, die neue Kollektion, die wieder at Impera, ab jetzt auf ketzerderneuzeit.com erhältlich. Werbung Ende. Gibt euch böse. Und ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber am Ende geht jedes meiner Gespräche um ein und dasselbe Thema. Gender. Aber in dem Fall hat sich das auch wirklich angeboten. Schließlich sind beide meine Gesprächspartner einmal Kinder... Gender-Eden, man. ...gewesen. Und wie wir wissen, Gender, Kindergarten, das ist heutzutage das Pflichtprogramm. Ich habe auch in der Kita gearbeitet und da hieß es irgendwie, Mädchen sind halt von Natur aus eher kreativer. Und solche Sätze zu hören, da geht es halt, das ist einfach problematisch, weil geht es ja nicht darum zu sagen... Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, würdest du sagen? Einfach von biologischen Gehirnstrukturen, dies, das, verhaltensmäßig? Ich bin keine Biologin. Biologisch sagt man, es gibt welche, ja. Aber man möchte uns jetzt einreden, nee, das ist alles nur sozial und gesellschaftlich erfunden. Keine Ahnung, Vorlieben, Verhaltensweisen, Farben, keine Ahnung, Sportarten etc. Also diese Trennung in männlich und weiblich, die gibt es für mich nicht, definitiv nicht. Das ist für mich einfach nur ein Konstrukt. Wie jetzt? Warte mal. Verhaltensweisen, Farben, keine Ahnung. Ja, okay, Farben und so. Also bei Verhaltensweisen und Sport gibt es ja schon einen Unterschied auf jeden Fall. Es ist halt einfach so. Ich finde es so krass, dass es versucht wird, so auf ein Level zu stellen und zu sagen, das ist genau das Gleiche. Ein Mann ist genau das Gleiche wie eine Frau, auch biologisch. Ist halt einfach nicht so. Ist doch auch nicht schlimm, weißt du, was ich meine so? Ich finde es schlimm, dass Leute sich mittlerweile davon angegriffen fühlen, Frauen sich davon angegriffen fühlen, wenn man sagt, dass zwischen Mann und Frau einfach einen Unterschied gibt. Allein optische Merkmale und Hormone etc. Frauen sind viel emotionaler, Männer sind rationaler. Frauen, egal, wir gucken erstmal weiter. Sportarten etc. Also diese Trennung in männlich und weiblich, die gibt es für mich nicht, definitiv nicht. Das ist für mich einfach nur ein Konstrukt. Das weiß ich ganz klar. Es gibt Tendenzen, aber die kommen durch die Sozialisation, definitiv für mich. Und es gibt körperliche Unterschiede. Wird es schon noch geben, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Der 60-Sekunden-Podcast. Eine Ketzer-Originalserie. Genau, aber es gibt... Okay, vielleicht, wenn man nicht sagt, okay, man möchte nicht Kinder im Kindergarten über Sexualität aufklären, was ich ein bisschen problematisch finde, weil Sexualität schon in dem Alter eine Rolle spielt, dann müsste man auch aufhören zu sagen, Mädchen machen das, Jungs machen jenes. Oder man sagt, es gibt eben, oder man spricht einfach allgemein davon, es gibt viele verschiedene Personen, die viele verschiedene Dinge mögen. Also für mich persönlich hat Sexualität im Kindergarten nichts verloren. So. Eigentlich sollten Kinder damit gar nichts zu tun haben, damit nicht konfrontiert werden und einfach ihr Leben leben, glücklich sein, happy sein, dass die Welt erforschen und noch nicht jetzt hier mit Sexualität konfrontiert werden. Lass doch einfach das Kind erstmal das Kind sein, bis es in ein Alter kommt, wo es auch einfach intellektuell Entscheidungen treffen kann. So, weißt du, was ich meine? Das ist doch viel zu früh, Digi. Das ist individuell. Ich denke, also, der Staat sollte einfach nicht in die Köpfe der Kinder eingreifen, sondern das... Der Kindergarten ist ja eine staatliche Organisation, außer bis jetzt ein Privatkindergarten. Es gibt schon Lehrpläne, es gibt auch Ausbildungen für Erzieher, die natürlich staatlich kontrolliert sind. Das ist ja logisch, sonst könnte ja jeder machen, was er will. Ja, es sind in den Kitas verschiedene Ansätze,
die den Kindern... Wie man die verschiedenen Inhalte rüberbringt. Aber die Inhalte werden schon natürlich von großstaatlichen Organisationen bestimmt. Klar. Schlimm ist, aber wenn die dann wirklich politisch und Indoktrination ist und keine Gesprächsgrundlage oder Diskussionsgrundlage, sondern wirklich so, hey, das ist so und so und anders darf es nicht sein. Ja. Dürfte ich als Erzieher jetzt im Kindergarten sagen, so, es gibt zwei Geschlechter? Dürfte ich das sagen? Oder? Stimmt ja nicht. Stimmt ja. Wieso nicht? Aber wenn wir auf einer biologischen Ebene sprechen, stimmt das schon. Das dritte Geschlecht gibt es. Das wurde auch anerkannt. Das ist die Frage, wer das anerkennen kann. Also biologisch gesehen gibt es männlich und weiblich. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel Intersexualität im Sinne von, dass sich genetische Abänderungen zu der Norm des männlichen und weiblichen existieren. Aber das gilt nicht als Geschlecht als drittes, weil... Ja, aber warum muss darf ich noch kurz aus... Ja, ja. Oh, okay. Ja, nur 10 Minuten ist ja kein Problem. Wenn es nur 10 Minuten... Nee, alles gut. Geschlechter sind dafür da, sich fortzupflanzen. Und ein drittes Geschlecht kann sich nicht fortpflanzen. Es gibt ein drittes Geschlecht in der Tierwelt, das nennt man Zwitter. Das bedeutet, dass ein Tier, zum Beispiel es gibt so Würmer, ein männliches und ein weibliches Geschlecht in einem haben. Die können sich fortpflanzen. Aber das geht bei Menschen halt leider. Das ist wild. Das ist wild. Es gibt einfach Würmer, die ein männliches und ein weibliches Geschlechtsteil haben und sich damit selbst fortpflanzen können. Die können sich selbst bumsen, Digga. Das ist wild. Und ich weiß nicht, mir ist auch egal, ob ich mich damit jetzt angreifbar mache oder nicht, aber für mich persönlich in meinem Leben, in meinem Verständnis gibt es zwei Geschlechter, Mann und Frau. Und das ist auch Gottes Plan gewesen, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir uns fortpflanzen können, damit wir Zivilisationen aufbauen können. So. Es muss doch diese zwei Geschlechter geben, so. So, ich bin aber trotzdem so offen, dass ich sage, ey, guck mal, ich akzeptiere das auch, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel geboren werden und sich irgendwie fühlen, als ob sie in einem falschen Körper geboren wurden und sich vielleicht, also die vielleicht geschlechtlich eine Frau sind, aber sich mehr wie ein Mann fühlen, so. Und ich habe mich noch nie mit so einer Person intensiv unterhalten, deswegen will ich auch mir nicht anmaßen, da jetzt drüber zu urteilen oder so. Ich respektiere das, ich akzeptiere das und ich bin auch offen dafür, mich mit so einer Person mal hinzusetzen und einen Talk zu machen. Sogar hätte ich sogar richtig Bock darauf, so. Also falls es draußen irgendwelche Menschen gibt, die sich nicht in ihrem Körper wohlfühlen beziehungsweise denken, dass sie das andere Geschlecht sind, so meldet euch bei mir. Drehen wir eine Folge, komm ins Café und quatschen darüber, weil mich interessiert das wirklich als Mensch so. Nichtsdestotrotz bist du mit einem Geschlecht geboren worden und das ist das Geschlecht, was du hast so. Was dann danach für Probleme entstehen und wie du dich fühlst etc., das ist dann im Nachgang so, aber es gibt Mann und Frau und das ist auch gut so, dass es so ist. Und ich finde es auch nicht angreifend, wenn man das sagt. Das ist doch nicht angreifend, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt Männer und es gibt Frauen. Und die Medien und so, die stellen das so hin, als ob alle Menschen, die jetzt sagen, es gibt Mann und Frau, irgendwie gegen irgendwas sind. Ich bin nicht gegen Homosexualität, ich bin nicht gegen Transgender oder gegen irgendwas. Null. Ich bin pro Mensch. Und ich würde mich mit jedem Menschen unterhalten. Also, oder was heißt leider? Es geht halt nicht. Das war jetzt viel Input. Die wissen teilweise selber gar nicht, wie die das argumentieren sollen auch. Warum sollte die Kindergärtnerin sagen, dass es quasi mehrere Geschlechter geben kann, aber sie dürfte nicht sagen, dass es nur zwei gibt? Also warum wird die Aussage unterschieden? Die Kinder sollten einfach halt freigelassen werden, einfach sich selber entdecken dürfen. Ja, und damit sie sich frei entwickeln können, muss man ja irgendwie sagen können, es ist erstmal, du als Mensch kannst erstmal das machen, was du möchtest, das sein, was du möchtest. Und es funktioniert ja nicht, wenn ich erstmal sage, es gibt nur Jungs und Mädchen. Der Erzieher geht eigentlich auch nicht zu den Kindern hin, so kenne ich das jetzt nicht. Also ich hatte es im Kindergarten nicht, dass der Erzieher gesagt hat, es gibt nur zwei und du bist ein Junge, du musst jetzt eine blaue Farbe anziehen. So einen Erzieher habe ich noch nie kennengelernt. Das fängt ja schon dabei an, dass man ein Kind bekommt und, keine Ahnung, ich habe vor kurzem Karten gesehen mit, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Was ist daran so schlimm aber? Die kleinen Patienten bewegen sich nicht viel. Viele sind unterernährt. Einige kämpfen um ihr Leben wie die zweijährige Rabé. Keine Ahnung, ich habe vor kurzem Karten gesehen mit... ist es ein Junge, ist es ein Mädchen? Ja. Der schneidet echt gut auch. Interessant, denn ich habe letztens erst diese Karte gesehen und Punkt, Punkt, Punkt ist bisher meine Lieblingsdefinition vom dritten Geschlecht. Aber es kann nur ein Junge oder Mädchen werden, wenn es aus dem Bauch rauskommt. Was es dann sozial von sich denkt, das ist ja was anderes, aber es was kann erstmal... Was es sozial von sich denkt, es wird ja erstmal gesagt, was es von sich sozial zu denken hat. Doch, es bekommt... Nee, biologisch gesehen denkt es gar nichts. Biologisch wird es entweder mit dem XX- oder XY-Chromosom geboren und dadurch entwickeln sich dann verschiedene Gehirne, verschiedene Geschlechtsmerkmale und das ist erstmal nur ein Fakt. Das kann man jetzt nicht... Ja, aber das kann
Kind kommt ja auf die Welt und kommt in Kontakt mit verschiedenen Menschen. Und dadurch kommen Ideen davon, was männlich oder was weiblich zu sein hat. Und das ist zu verengt. Deswegen will man sagen, es gibt nicht nur ein Bild vom Junge oder ein Bild vom Mädchen. Es gibt Tausende, Millionen, was weiß ich. Ist doch auch so. Jeder Mann, jede Frau ist auch auf eine Art und Weise anders so. Aber so grundsätzliche Dinge festzumachen bzw. sich zu orientieren, ist doch nichts Verkehrtes so. Für einen Jungen ist es zum Beispiel wichtig, einen Vater zu haben, mit dem man quatschen kann, der einem beibringt, was Männlichkeit bedeutet, wie man ein Mann wird und was damit alles dazugehört. Genauso ist es für eine Frau wichtig, eine Mutter zu haben, die einem zeigt, wie sie mit ihrer Weiblichkeit umgeht, wenn sie da Fragen hat, etc. Es sind zwei verschiedene Dinge und es ist auch okay so. Und keine Ahnung, warum man da so eine Diskussion aufmachen muss. Weißt du, was ich meine? So, ich finde, die Leute haben mittlerweile echt einfach viel zu viel Zeit. Wie er es eben gesagt hat, in anderen Teilen der Welt gibt es ganz andere Probleme, richtige Probleme, so wirklich grundsätzliche Probleme. Und wir haben, glaube ich, so wenig Probleme mittlerweile, dass wir über Sachen diskutieren und uns über Sachen Gedanken machen, die eigentlich selbstverständlich sind. Und es gibt eben Menschen auf dieser Welt, die sich weder dem einen noch dem anderen zuordnen. Es geht eigentlich nur darum, dass gesagt wird, dass es mehr gibt. Aber es gibt ja nicht wirklich mehr Geschlechter. Es gibt mehr Optionen, beziehungsweise unendlich Optionen, wie sich ein Mann verhält, was ein Mann von sich denkt, was ein Mann ist, was überhaupt irgendjemand denkt, was ein Mann oder eine Frau ist. Aber Geschlechter, einfach nur als Kategorie, ist ja nichts Böses. Es gibt halt einfach Männer und Frauen. Und dann gibt es Menschen, die sich damit unwohl fühlen, die sich dann umoperieren lassen, weil sie halt merken, das geht so nicht weiter und das ist auch völlig in Ordnung, beziehungsweise viele leiden darunter, was Blödes. Aber aus dem Bauch wirst du deiner Mutter geboren mit entweder dem einen oder dem anderen Geschlecht oder mit genetischen anderen Merkmalen, die aber kein anderes Geschlecht sind. Das ist einfach, ich glaube, so ein Ding, wo ich sage, so, ich glaube, da bekommst du meine Meinung jetzt nicht geändert, aber trotzdem kannst du eine andere haben. Ja. Ich glaube, es ist auch mehr eine soziale Diskussion, also dass man nicht in irgendwelche Verhaltensformen gerückt ist. Also und ist ja in Ordnung, ja, da sage ich nichts gegen. Ja. Aber zum Beispiel, ich merke das natürlich auch bei mir, also ich hab auch selbst im Kindergarten gearbeitet, dass man zum Beispiel rein unterbewusst, ob es jetzt mit einem Jungen oder mit einem Mädchen halt schon irgendwie auch ein bisschen anders umgeht. Dann kann man, ich habe so das Gefühl, da werden Probleme kreiert, die eigentlich gar keine Probleme sind, so. Die Frage. Umso größer die Diskussion wird über diese Geschlechterrollen, umso weniger harmonieren die Geschlechter noch miteinander, Mann und Frau. Das ist für mich ein Riesenthema aktuell. Ich unterhalte mich fast mit jeder Frau, mit der ich mich treffe, über das Thema, um zu hören, um zu gucken, okay, was ist ihr Verständnis von einer Beziehung, was ist ihr Verständnis von einem Mann, was ist ihr Verständnis von einer Frau. Männer und Frauen, habe ich das Gefühl, kämpfen mittlerweile gegeneinander, weil Männer Frauen werden und Frauen werden Männer so. Ich finde es gut, dass es gewisse Rollen gibt. Ich finde es gut, dass ein Mann gewisse Dinge zu tun hat. Ich finde es gut, dass es diesen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, so, weil nur so werden wir eine perfekte Einheit. Wir werden keine perfekte Einheit, wenn wir zwei Männer in einem Haushalt sind. So. Wir werden eine perfekte Einheit, wenn eine Frau da ist und ein Mann da ist und wir miteinander arbeiten, ein Kind machen, also ein Kind zeugen, die Frau dieses Kind gebärt quasi und wir dann als Einheit eine vernünftige Familie großziehen, so. Das ist doch das Wichtigste, was es gibt in der Gesellschaft. Warum wird das gespalten? Weißt du, was ich meine? Ist das einfach so, weil es ein Mädchen oder ein Junge ist? Oder ist es, weil wir ein System leben, wo halt Jungen und Mädchen anders behandelt werden? Wollen wir wirklich die komplette Gleichstellung aller Menschen oder wollen wir doch schon irgendwo einen Sinn für Gerechtigkeit haben? Die absolute Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft. Das ist es, was wir brauchen. Deswegen gibt es jetzt auch Parkplätze nur für Frauen. Aber dann gut, ich kann mich ja als Frau identifizieren, kein Problem. Aber wie wird es dann, wenn es wirklich ernst wird, zum Beispiel bei einem Schiffsunglück? Mein Gott. Ich habe das Video gestern schon gesehen, der ist geil, guck jetzt. Captain, the lifeboats are ready to go, should we load the women and children first? No, men and children first. Excuse me, sir, it's 2022 private, a woman... It's 2022 private. ...and a sinking ship just as well as a man can, and if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008. Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I'm requiring men and children only. It's 2022, this is what you wanted. You wanted to be treated equal to men? Well, this is how men are treated. No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it. So, Bro, dieser TikTok hat den Nagel auf den Kopf getroffen, ich schwör's dir. Come on, we're just as capable as men. Hey, 2022! Do you think I could click on the door?
for? It's 2022, Rose. I wouldn't want to imply that you can't handle the ice cold water the same way a man could. I think I'm dying, Jeff. I love 2022. Brutal. Ja, aber ich verstehe den Gedanken mit der. Oh, das Wort Indoc. Indoktrination. Genau, das kann ich verstehen. Weil, keine Ahnung, es sollen, keine Ahnung, nicht Ideologien werden oder Ideen, die wir halt versuchen, Leuten eben in den Köpfen zu klappen. Und das habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich habe kein Gefühl, so, das ist rational so, dass das passiert ja, in der safe. Westlichen Welt. In der westlichen Welt. Woanders nicht eigentlich. Das kann ich nicht beurteilen. Na gut. Vielen Dank, dass wir heute uns unterhalten konnten. Wir machen mal weiter, weil sonst sind die Akkus gleich. Ja. Vielen lieben Dank. Aber wir sind cool, die zwei. Und dann bis gute Vibes. Ein Mask off. Das Gespräch mit zwei fremden Leuten und einer Maiswaffeltüte, die in den meisten Fällen komplett anderer Meinung als ich waren und trotzdem konnten wir uns am Ende des Tages die Hand geben. Das ist es, was wir wirklich brauchen. Und auch das, was wir mit unserer neuen Kollektion Divide et Impera auf ketzerderneuzeit.com zeigen wollen. Mittlerweile sind es nur noch 90.000 Abonnenten, bis wir den GEZ-zwangsfinanzierten Jugendsendernamen Funk überholen. Und wenn das passiert, da wird sich der ein oder andere ärgern. Also rauf da auf den Abo-Button. Und wir sehen uns. Funk it out, man, Alter. Abonniert den Bruder auf jeden Fall. Der macht einen sehr guten Job, finde ich. Sehr, sehr, sehr stark. Was sagt ihr denn zu dem Thema Gender, Rollen etc.? Ist eine crazy Entwicklung, Mann. Auch schon bevor, also schon vor dieser Diskussion Gendern, bla bla bla, ging es ja schon in die Richtung, dass Männer immer weiblicher geworden sind und Frauen immer männlicher geworden sind. Und ich finde diese Entwicklung einfach nicht nice. Ich finde die einfach nicht nice, weil das muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich bin natürlich dafür, dass vorm Gesetz wir alle die gleichen Rechte haben, so. Egal ob Frau und Mann. Und ich bin auch mir dessen bewusst, dass Frauen seit hunderten Jahren schon zu kämpfen haben, sich ihr Recht erkämpfen mussten, so, damit sie machen können, was sie möchten. Also zum Beispiel auch wählen können, Auto fahren, den oder den Job ausführen. Das wurde Frauen ja lange Zeit nicht gewährt, quasi so. Und ich verstehe auch, dass Frauen dafür kämpfen mussten. Und dass es eine harte Phase war, bla, etc. pp. So. Alles schön und gut. Aber ich glaube, es geht jetzt gerade ein bisschen zu weit. Man kann den Bogen auch überspannen. Und dann geht es in eine Richtung, die der Gesellschaft einfach nicht gut tut. Die uns Menschen nicht gut tut. Weil ich glaube, wir sollten immer noch ein bisschen in unseren Rollen bleiben. Wir sollten alle die gleichen Rechte haben, aber ich glaube, wir funktionieren am besten als Einheit, wenn wir unsere Rollen haben.